Alter, stellt euch mal vor, eines Tages, ja, euer Sohn, eure Tochter kommen so zurück vom Skaterplatz und ihr fragt so, ey, wie war's denn so auf dem Skaterplatz? Und eure Tochter, euer Sohn, ja, war schon cool, aber da war so ein komischer Mann, der ist die ganze Zeit im Kreis rumgefahren. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen Freitag, Samstag oder auch Mehrertag. Wir haben Montag, Alter. Jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, wir haben Montag. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Woche. Die Woche geht noch 5 Tage. Bevor dieses Video beginnt, keine Werbung. Ich möchte mich einfach nur wirklich Hand aufs Herz. Hier ist schon Herz. Bei euch bedanken für den krassen Support in den letzten Tagen. Junge, es geht einfach. Es geht voran. Ich sehe wirklich, ich gucke in die Kommentare und es freut mich einfach zu lesen, dass meine Videos dermaßen beschissen sind. Nein, Prank, wirklich, Alter. Ich finde es übel geil zu sehen, dass ihr diese Videos feiert, Junge. Dass ihr diese Videos guckt, Alter. Dass ihr diese Videos liked. Nein, und ich finde es wirklich übel geil, dass ich mit meinem Hobby, sage ich mal so, oder mit dem, was mir eigentlich Spaß macht, mit dem, dass ich mich hier jeden Tag dran setze und Videobutter, wirklich Menschen erreiche und die das halt auch einfach feiern. Also wirklich, wir sind so. Vielen Dank. Ach so, natürlich finde ich auch geil, dass ich damit so ein bisschen Geld verdiene, damit ich mir auch bald diese eine Brumm kaufen kann. AMG und dick machen in Stadt. Danke. Naja. Ich habe heute wieder TikToks vorbereitet. Die werden euch wirklich from the chair fetzen. Sarah, was macht ihr? 800 Euro essen, hat er gesagt. Krass. Guck mal, irgendeine Pizzeria, da hinten sind noch Pizzakartons gestapelt. Wasser ist das wahrscheinlich für 20 Cent vom Metro. 800 Euro essen. Für 800 Euro eine Pizza, was macht die? Massagiert die dir noch gratis ein oder was? Mein Gott, sie ist reich. Oh mein Gott, sie ist wifey. Braune Augen, blondes Haar, ihr Ringfinger ist icy. Blatt, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Was ist das für ein Trend geworden? Jeder macht jetzt Musik. Was ist das? Yellow Cup, Alkoholmissbrauch, weil ich ohne das nicht leben kann. Alkoholmissbrauch, weil ich ohne das nicht leben kann. Wie alt bist du nochmal? 10? So ein geiles Lied, Junge. So ein brutales Lied. Ich ab sofort jeden Tag, wenn ich zur Uni fahre, auf diesem Behinderten. Das ist der einzige Parkplatz, auf den ich überhaupt parke. Also nicht behindert. Ich so. Oh mein Gott, sie ist wifey. Oder Videoausschnitte, wo man genau gesehen hat, dass Tilo extrem abhängig ist von dieser ganzen, ja, Droge. Natürlich, ne, Cream Sodas, das und natürlich eine Apotheke, das sind alles Apothekemittel, weil Tilo hat halt sehr harte Schmerzen. Hier kommt er noch Spül. In diesem Vlog von Danny, ein sehr guter Freund von Tilo, hat man gesehen, dass im Kühlschrank massenweise Kodein gelagert wird. Nein, Tilo nimmt Drogen? Das kann nicht wahr sein. Nein. Auch beim Boxkampf, wo Trimax gekämpft hat gegen Mikey TV oder Mickey TV, wie nennt man ihn nochmal? Hat leider Tilo Sprite mit Kodein gemischt und hier sieht man nochmal ein Foto. Vorne. Kodein! Oh mein Gott, wie kommst du da drauf, Alter? Denkt auch, er ist Einstein und Stephen Hawking zugleich geworden. Hat irgendwas Mysterisches herausgefunden. Ja, was richtig Krasses. Sitzt er da mit seinem Angelhut. Geh mal lieber angeln, Alter, anstatt hier irgendeine Scheiße zu plappern. Tilo rappt in jedem seiner Songs, dass er fette Drogen nimmt. Ja, die machen einfach Vlog zusammen, ja, wo er einfach offensichtlich zeigt, was er im Kühlschrank hat. Und dieser, wie auch immer, der heißt Georg, Alter. Tilo nimmt Drogen. Oh mein Gott. Ja, und den Weihnachtsmann gibt's auch nicht. Scheiße, Leak. Hauptbahnhof. Ich wurde letztens von einem skurril aussehenden Mann gefragt, ob ich seine Mische probieren wollen würde. Digga, also wirklich, Bahnhöfe, Hauptbahnhöfe und Bahnhöfe sind wirklich Sachen eigentlich. Wieso existieren die überhaupt? Junge, Bahnhof ist der asozialste Ort auf der ganzen Welt. Storytime, Jungs, Alter, Storytime. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Storytime mit Tonfreunden. Ah, Jungs, Bahnhöfe, wirklich. Ich liebe Bahnhöfe, ja. Ich sitze an dem Bahnhof, warte auf meinen Zug. Neben mir kommt so ein Mann, ja. Ich guck den an, ey, alles entspannt, Alter. Ja, er hat Pullover an, er hat Hose an, er hat so eine leichte Jacke drüber, ja. Dann gucke ich auf seine Schuhe, die einfach nicht vorhanden waren. Der Typ ist barfuß. An dem Bahnhof. Digga, ich habe Angst, dass der Spritze reindreht und dann auf einmal so wie Tilo. Oder we made it, yeah. Dann auch Georg nimmt Video auf. Oh mein Gott, Tonfender, drogensüchtig. Nein, auf jeden Fall, wirklich. Und wäre das alles nicht genug, dass da immer die weirdesten Menschen rumchillen, ja. Digga, Bahnhof, wirklich. Bahnhof ist so dermaßen überteuert. Ich nehme so ein Baguette, ja, so ein Mozzarella-Tomaten-Baguette, 4 Euro. Und dann schmeckt diese Scheiße einfach noch beschissen. Und beste wirklich, dann war ich in so einem Laden, in so einem Supermarkt, ja, neben dem Bahnhof. Ich denke mir so, okay, nehme ich was für meine Reise mit.
Ich hasse Zugfahren. Finde ich so eine Pizzarolle, ja. Pizzarolle mit Schinken, Mais und Tomatensauce. Ich denke mir so, okay, ja, kann ich die vielleicht mitnehmen und im Zug essen. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Pizzarolle klingt gut. Dann mache ich das Ding im Zug auf und ich denke mir, hä? Muss man das nicht warm machen oder irgendwie so? Ja, weil das sieht irgendwie roh aus. Ich beiß ab, schmeckt dermaßen beschissen, ja. Ich gucke auf die Verpackung. Am besten heiß genießen und im Backofen warm machen. Ja, Mann, Digga. Ja, Mann. Ich kaufe das Ding an einem Bahnhof neben meiner Zugstation. In dem Laden. Ich soll den Backofen aufmachen. Digga, wie haben die das sich vorgestellt? Habe ich Backofen im Koffer dabei? Mach kurz im Zug. Zack, rein. Warte kurz 10 Minuten. Ja, das Ding habe ich dann natürlich auch aufgegessen. Bloß der Toilettengang danach war halt nicht so gut. Brutal. Wirklich. Brutal. Bahnhöfe. Beste Leben. Hab zum Glück hier spontan einen Termin zum Impfen bekommen. Das Personal war sogar so lieb, den Impfstoff vorher auf einem Löffel aufzuwärmen. Ja, guck, genau das meine ich, Alter. Und der eine läuft da barfuß rum. Barfuß. Naja, ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Freitag, Samstag oder auch... Was geht? Ich muss jetzt wieder in die Uni und ich werde einfach depressiv, Alter. Ich werde wirklich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Ich will da gar nicht hin, ich muss wieder hin, Alter. Sitze ich dann da. Ja, mathematische Grundformel x plus z gleich 320. Gleich, ich verpiss mich und komm nie wieder. Das geht ab.